So, hier sind wir schon mal bei der nächsten Partie. Stuttgart Open in Stuttgart 2015. Es läuft weiterhin die Gruppenphase. Wir sehen hier Sebastian Stab am Tisch. Und rechts im Bild in Magenta aus Bad Saulgau, Steffen Stuffo Groß. Also quasi, ja, kann man sagen, von den Namen her sicherlich ein Spitzenspiel in dieser Gruppe. Wobei Sebastian schon eine Niederlage quittieren musste gegen Markus Kamuff, haben wir heute Morgen gesehen. Dann jetzt der zweite Einsatz des Nationalspielers. Ja, sind ja beides Nationalspieler sogar. Aber des Herren-Nationalspielers hier auf dem TV-Tisch. Bei Steffen Groß steht noch das Highlight der Saison in Kürze an, wenn es dann ja, Anfang August nach St. Johann im Pongau geht, nach Österreich, wo die Europameisterschaften anstehen. Also beide, ja, der Steffen hat noch das Highlight vor sich, der Sebastian hat es hinter sich, die Europameisterschaft ist gespielt, lief für ihn im Einzel, naja, eher unterdurchschnittlich und in der Mannschaft gab es Bronze mit Sebastian Ludwig, den wir auch hier in Stuttgart schon gesehen haben, aber nicht am TV-Tisch bisher. Ralf Sukema war noch mit im Team und Andreas Roszkowski. Die vier haben also zusammen die seinerzeit einzige Medaille für Deutschland geholt. Schauen wir mal im August, ob die Senioren und Ladies das toppen können. So, währenddessen ist da der Sebastian ganz gemütlich um den Tisch gelaufen und hat die erste Partie ausgemacht zum 1:0. So, wir spielen ja im Wechselbreak bekanntermaßen, so dass natürlich jetzt der Stuffo die Partie schon wieder ausgleichen kann. Also ist jetzt nichts passiert sonderlich, dadurch, dass jetzt Sebastian Stab die Partie an ausgemacht hat, sondern Steffen Groß hat natürlich jetzt die Chance, dasselbe zu machen. Break ziemlich von der Mitte. Erfolglos. Sehr verzwickte Partie, wenn man das so sieht. Beginnt quasi mit dem Einsteiger, der jetzt alles andere als glücklich für Sebastian Stab ist und geht dann weiter mit 5 und 9, die zusammenlegen, 7 und 8, die Wege von 2 auf 3, alles nicht so einfach. Und dann baut er jetzt auch gleich mal einen Foul ein, wenn man das richtig gesehen hat. Hat die 1 gar nicht getroffen, oder? Hat er sie ganz leicht berührt. Ja, offensichtlich habe ich mich da verguckt. Dann sagen wir mal, das sei der Temperatur geschuldet, die wir hier aushalten müssen. Die Augen langsam blind.
So, jetzt sind wohl doch die Leute langsam aufgewacht. Hier kommen nämlich die ersten WhatsApp-Nachrichten und Facebook-Nachrichten. Also an alle, die zuschauen, die mich kennen. Schöne Grüße hier aus Stuttgart, aus der Hölle von Stuttgart. Die Temperatur steigt minütlich. Ganz besonders grüße ich natürlich jetzt hier den Bulle Bensen, der einzige Fan des VfL Wolfsburg. Und Ralf Steinberg, der Sportwart aus des Niedersächsischen Billardverbandes. Beide schauen auf den großen Bildschirm zu, haben mir ein Bild geschickt. Also schöne Grüße an euch. So, ein großer Kampf hier um die zwei. Wobei natürlich jetzt in der, so wie die Kugeln liegen, man jetzt nicht davon sprechen kann, dass jetzt es quasi vorentscheidend wäre, wer jetzt hier die zwei versenkt. Sondern da sind ja nun wahrlich noch andere Probleme zu lösen. Trotzdem ist da ein großer Kampf entbrannt, weil jeder dem anderen natürlich auch zutraut, die Partie dann auszuschießen. Ist ja natürlich auch möglich, aber wie schon gesagt, schon mit Schwierigkeiten verbunden. Wenn ich dann sehe, 4 auf 5, brauchst du den richtigen Winkel, um auf die 6 zu kommen. Du brauchst den richtigen Winkel, um dann 7, 8 Kombi zu spielen oder irgendwas zu lösen. Oder du streikst wieder mit Safe aus, bringst dadurch dann Mitspieler oder Gegner wieder mit ins Spiel rein. Also da wird noch einiges passieren, bis wir hier die 10 wirklich versenkt sehen. Also das war, glaube ich, kein ernsthafter Versuch, die zwei zu versenken. Das war wohl eher Richtung Safe. Also auch der Sebastian Stab hatte, obwohl er jetzt da eine 2 eigentlich recht offen hatte, noch keine Chance gesehen, die Partie wirklich auszumachen. Und jetzt wird es hier wirklich richtig taktisch. So, da schicken wir mal den Steffen in Großaufnahme mit dem Logo von der Touch, was nicht etwa ein Sponsoring ist, sondern ein Award quasi, den Sportlerinnen und Sportler erhalten, die jetzt hier im Billard sich besonders hervortun durch sportliche Fairness, auch natürlich Erfolge, aber im hauptsächlichen Sinne, sagen wir mal, das Auftreten, wie jemand den Sport rüberbringt, und da ist der Stufo ein
Aushängeschild, genauso wie sein Gegenüber, der Sebastian Stab, der auch den Aufnäher trägt. Und den Steffen Groß findet man auch mit einer Doppelseite in der neuen Touch, die heute erschienen ist. Da wird er per Interview vorgestellt. Nicht nur das, sondern Titelstory ist Ralf Soké mit einem ganz, ganz großen Bericht über Ralf Soké mit vielen, vielen exklusiven Fotos, die man wohl noch nie irgendwo gesehen hat. Ralf in Kinderjahren. Er erzählt viel von seinen Anfängen und die Entwicklung und wie das Profi-Dasein ist. Amüsant geschrieben, sehr kurzweilig. Hört es euch mal an. Und genauso natürlich auch die Kolumnen, die also sehr beliebt sind. Wir haben jetzt hier mit Lloyd Burmeister einen neuen Kolumnisten, den wahrscheinlich viele von euch gar nicht kennen, aber was er schreibt, ist wirklich äußerst lesenswert. Ralf Eckert sowieso. Also schaut mal rein, wo kriegt ihr die Touch? Auf touch-magazine, also mit E am Ende, englisch.net. Da steht alles drin, wo man die Touch beziehen kann, beziehungsweise wie man sie beziehen kann. Lohnt sich. 5 Euro, 212 Seiten. Wo gibt's das sonst? So, und da hat jetzt der Steffen mit seinem Foul vorhin alle Probleme beseitigt. So dass der Sebastian jetzt eigentlich zuschlagen kann. Da hat er noch den Kombi 7, 9, 8. Aber das sehe ich jetzt nicht als großes Problem an. Den Kombi an sich, der wichtigere Faktor ist, die Kontrolle zu behalten, um dann die Weise so zu platzieren, dass er danach die 7 spielen kann. Also quasi muss man in dem Fall 4 Bälle kontrollieren. Die Weise, die 7, die 9 und die 8. Oh oh, na, ob das gut geht? Es passt genau. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen Glück, dass es wirklich so auf den Millimeter passt. Und 2 zu 0. Wieder mal nichts gefallen beim Sebastian. Er hat wirklich noch Probleme mit dem Break. Ist jetzt auch nicht der festeste Breaker. Er macht es mehr über Kontrolle, auch wenn jetzt die Weise da jetzt doch nicht so kontrolliert gelaufen ist. Ich habe es jetzt leider nicht genau beobachten können. Die wurde gerade von einem Teilnehmer angesprochen. Aber wie gesagt, da hat er beim Break muss er noch ein bisschen was verbessern.
damit es hier mit einer ganz vorderen Platzierung im Endklassement reicht. Das war jetzt wirklich eine gute Safety vom Steffen Groß. Probiert es über drei Banden, nee. Deutlich zu kurz gekommen. Und Ball in Hand für den Steffen Groß aus Bad Saulgau, die jetzt, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, in die Regionalliga aufgestiegen sind. Also sehen wir dann den Steffen in der kommenden Saison, die jetzt im September beginnt, dann auch quasi auf nationaler Ebene in der Regionalliga. Ja, das wird dann entweder die Regionalliga Mitte oder Süd sein, denke ich mal. Da kommt es auf die Einteilung drauf an. Wenn es jemand besser weiß, WhatsApp an mich oder Facebook-Nachricht. Sebastian Stab wiederum spielt in der zweiten Bundesliga mit dem PPC Joker Altstadt aus dem Saarland, sein Heimatverein sozusagen, dem er viele Jahre die Treue gehalten hat. Er hat auch mal in Bixbach gespielt. Oh, er läuft aber deutlich zu weit jetzt. Hat er sich da selbst safe gelegt? Ja, die geht wohl nicht mehr. Na, zurück zum Sebastian. Also wie gesagt, Joker Altstadt, sein Verein, seine Liebe. Zweite Liga zusammen mit Marco Dorenburg, der jetzt neu hinzugestoßen ist. Und noch im Team ist Ralf Wack, ein Altstar. Jörg Kohl, ebenso schon lange in der Szene unterwegs. Und die spielen sogar zu fünft. Und der fünfte Mann ist... Ja, da waren sie wieder, meine drei Probleme. Das weiß ich jetzt spontan nicht. Aber Joker Altstadt ist definitiv eine Hausnummer in der zweiten Bundesliga. Die muss man erstmal schlagen. Wenn man das tut, hat man gute Chancen, ganz vorne dabei zu sein. Dana Stoll, bitte zur Tribüneleitung. Ja, der ist auch ein bisschen kurz geraten. Also weiterhin gibt es hier Probleme mit dem Bandenabschlag, der häufiger zu kurz ausfällt. Ich denke mal, das wird er noch retten können. Geraschelt hat jetzt, ich musste gerade mal mein Mikro absetzen.
Zwischen den Spielen versucht man halt doch irgendwann mal was zu essen und es wird jetzt hier Schlag auf Schlag gehen und dann habe ich gesagt, dann stelle ich jetzt was, beziehungsweise die Jungs von Poolstage haben mich darum gebeten, dass ich jetzt was bestelle, damit ich die Zeit finde, dann direkt zu essen, wenn hier das Spiel zu Ende ist. Also hier wird sich gekümmert um ein großes Lob an Poolstage. Verhungern werde ich nicht. So, aber Stufo Groß, Sympathikus aus Baden-Württemberg, der muss jetzt mal ran. Der muss jetzt mal was machen, liegt 3-0 zurück. Break. Ja. Nichts rein, ne? Nichts gefallen. Und, naja, ein schwerer Einsteiger. Wenn der aber geschafft ist, dann haben wir noch die 2 auf die 3. Und dann scheint das Bild doch sehr, sehr machbar zu sein. Könnte also sein, dass wir den Steffen Groß gar nicht mehr am Tisch erleben. Aber das wird sich jetzt hier in den nächsten 20 Sekunden entscheiden, wenn wir wissen, ob der Sebastian Stab von der 2 auf die 3 gestellt hat. Und in welcher Form er das getan hat, vor allen Dingen. Doch ein bisschen zu weit. Viele hätten ihn sicherlich zu kurz gestellt. Sebastian stellt ihn zu weit. Bobby Kielin an Tisch 1. Thomas Krammerloch gegen Michael Pauli an Tisch 2. Jetzt guckt er, ob er an der 6 hängen bleiben kann, mit der Weißen, um die Stellung auf die 4 zu wahren. Ja, also da wird nicht extra jetzt hier fester gespielt, sondern ganz im Gegenteil, wesentlich sachter. Tristan Bialuszewski gegen Armin Haschok an Tisch 6. Ja, da guckt er sich das nochmal an, er hat so das Gefühl wohl, dass er die 6 recht weit rechts trifft. Jetzt spielt er ein bisschen tief. Pascal Parra gegen Robert Ehling. Was hat er vor? Gut gedacht, Pech gehabt. Und auch für meine Begriffe dann doch ein bisschen zu unten kontrolliert. Da hätte er vielleicht diesen ersten Versuch oder den ersten Gedankengang, den er hatte, an der 6 hängen zu bleiben, hätte er vielleicht noch mal weiter verfolgen sollen. Und jetzt sieht er natürlich, wenn er jetzt über eine Bande spielt, nur eine halbe 4, weil die andere Hälfte durch die 8 abgedeckt ist. Macht es auch nicht wirklich einfacher. Geht über 3 Banden, ja. Genau aus dem Grund, weil er eben nur die Hälfte der 4 gesehen hat. Auf dem Weg über 3 Banden und von hinten kommend hat er natürlich eine komplette 4. Und obwohl er dann über 2 Banden mehr gegangen ist, hat er das als höhere Chance gesehen, auch in Sachen Resave, wo er natürlich jetzt auch ein bisschen Glück hatte. Jetzt muss der Stufo aber langsam mal einen Gang höher schalten, wenn er hier noch was reisen möchte in der Partie. Hat jetzt nochmal überraschenderweise eine Chance bekommen.
Und jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr. Jetzt muss man die Kugel ins Loch. Zwei Banden jetzt raus, 7 Mittelloch rechts oder Eckloch links, weder noch, so weder Fisch noch Fleisch. Ich gehe dann auch duschen. Ja. Also. Ich gehe mir was holen. Heiko Diflip gegen Olivier Wanner an Tisch 12. So, Steffen Groß lebt noch. Er hat sich jetzt auch aufs Tableau gebracht. Liegt nur noch 3-1 zurück. Kurz zum Modus, für alle, die hinzugekommen sind, neu. Es sind in einem Feld sind 4 Sechsergruppen. Wir haben jetzt hier das Feld B. Insgesamt gibt es 7 Felder. Also 7 Felder A, 24 Leute, die sich aufteilen auf 4 Sechsergruppen. Jeder gegen jeden wird dort gespielt und die jeweils beiden Ersten qualifizieren sich für die Finalrunde. Hinzu kommt noch der Sieger des Shootouts aller Gruppendritten. Also pro Feld gibt es 4 Gruppendritte, die in einem Shootout, das ist wie ein Elfmeterschießen, das schauen wir uns später noch an, spielen im Shootout noch einen weiteren Platz für die Endrunde aus. So dass es also pro Feld insgesamt 9 Qualifikanten gibt für die Endrunde. Wir haben, wie gesagt, 7 Felder. 9 mal 7 ist 63 und hinzu kommt noch Christian Reimering als Titelverteidiger, den wir dann heute Abend, denke ich mal, auch auf dem TV-Tisch sehen. Das sollten wir schon einem Titelverteidiger dann auch gönnen, dass er gleich auf dem TV-Tisch spielt. Und er ist dann der 64. Und da geht es heute Abend dann rund, eben einfach K.O., feuerfrei, nur einer kommt durch. Jetzt in der Gruppenphase kann man sich noch eine Niederlage erlauben. Das hat auch der Sebastian Stab schon hinter sich gebracht. Er hat gegen Markus Kamuff 4-3 verloren und braucht jetzt den Sieg hier. Und der Steffen Groß wird ihn aber genauso brauchen, denke ich mal. Das ist wirklich eine Gruppe mit 3 richtig, richtig guten Leuten. Dann müssen wir mal schauen, ob da alle 3 durchkommen. Ob der Drittplatzierte dann im Shootout auch noch dabei ist oder ob es sogar ein frühes Ausscheiden gibt von einem der Mitfavoriten. Oder zumindest auch Spieler, die man dann so im Achtelfinale, Viertelfinale mal erwarten kann. Ja, habe ich gestern nachgeladen.
So, damit kann der Sebastian auch nicht glücklich sein, also hängen geblieben unten auf dem Weg zurück quasi mit der Weisen. Muss dann jetzt hier so einen langen Ball in Kauf nehmen, wobei es halt fraglich ist, ob der überhaupt noch an der 8 vorbeigeht oder ob man den überhaupt angehen sollte. Große Frage. Oder ob man nicht gleich sagt, okay, nee, das bringt nichts, zu wenig Chancen, den Ball zu versenken. Ich steige mit einer Sicherheit aus. Aber auch da hat man natürlich mit der Weisen, dadurch, dass sie an der Bande liegt, jetzt wenig Möglichkeiten, die Weise unten rechts dergleichen anzuspielen. Generell also wenig Spielraum bei dem Ball. Gut versenkt. Kein gutes Resultat. Neben mir hier unterhält sich die Turnierleitung gerade über die Vorbandenkünste vom Sebastian und sind ganz begeistert. Und das bin ich auch, wenn ich das Resultat so anschaue. Er hat da jetzt wirklich Unglück gehabt bei der Stellung auf die 6. Hat nicht so funktioniert, wie er das haben wollte und es vielleicht auch verdient gehabt hätte. Aber dann hat er halt einfach dann mal via Vorbande diese Sicherheit eingestreut, die ihn dann doch wieder in den Vorteil bringt. War eben gerade noch im Nachteil mit dem Safe, spielt aber einen hervorragenden Vorbänder und ist im Vorteil. Um nochmal auf die Wichtigkeit von sogenannten Kickshots hinzuweisen. Wer die beherrscht, hat gute Karten. Gut, versenken sollten wir auch mal können. Das ist jetzt eine richtig gute Chance, wenn Sebastian einmal die Weise nachlaufen lassen, 6 ins Mittelloch, Weise nachlaufen lassen, Stellung 8 kommt automatisch, braucht ein bisschen Winkel, um wieder rauszukommen in Tisch Mitte, auf die 9, rechts unten ins Eckloch und 10 dann nach links ins Eckloch, würde ich mal prognostizieren. Er nimmt sie beide ins selbe Eckloch, was auch stellungsbedingt natürlich nur so ging. Und das ist der Matchball für den Sebastian, der jetzt hier mit 4:1 gegen Steffen Groß gewinnt und einen weiteren Schritt in Richtung Endrunde macht. So, vielen Dank fürs Zuschauen hier. Wir sind natürlich in Kürze zurück mit dem nächsten Spiel hier von den Stuttgart Open. Freut euch auf weitere schöne, spannende Partien. Demnächst wieder im Einsatz auch wieder der Ralf Eckert, der jetzt gerade was essen war und jetzt gestärkt zurückkehrt. Also freut euch auf Ralf Eckert beim nächsten Spiel. Bis dann. Ciao.